Träumen wir nicht alle von so einem wunderbaren Ort, an dem das Leben einfach, friedvoll und unbeschwert ist? Seit Tausenden von Jahren machen Menschen sich Gedanken, wie sie es schaffen, ins Paradies zu kommen. Aber ist das nicht längst untergegangen? Als Journalistin will ich herausfinden, was es mit dem Garten Eden, von dem schon die Bibel erzählt, auf sich hat. Noch immer zieht das Paradies die Menschen in seinen Bann. Also Zeit, nach diesem fantastischen Ort zu suchen, der alles verspricht, aber so schwer zu finden ist. Alles beginnt, indem Gott einen Garten Eden erschafft, in dem Adam und Eva als erste Menschen sorglos leben. So erzählt es jedenfalls die Bibel. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Es gibt nur ein einziges Verbot. Sie dürfen keine Früchte vom Baum der Erkenntnis essen. Eva lässt sich jedoch von der Schlange verführen. Sie nimmt eine verbotene Frucht, isst davon und gibt sie auch ihrem Mann. Das ist der Sündenfall der Menschen. Gott wird zornig. Er hat nur dieses eine Verbot ausgesprochen und prompt wird es gebrochen. Die beiden werden aus dem Paradies vertrieben. Seitdem gilt es für die Menschen als verschlossen und verloren. Adam und Eva verlieren Unschuld und Unsterblichkeit. Alle Frauen werden mit den Schmerzen der Geburt bestraft. Die Männer müssen auf dem verfluchten Ackerboden schuften. So wird es über Jahrhunderte gelehrt und niemand hätte gewagt zu widersprechen. Denn es war Gottes Wort, erstmals offenbart in der Bibel. Bis 1902. Friedrich Delitzsch, Professor an der Berliner Uni, hält am kaiserlichen Hof einen Vortrag, der weltweit für Aufsehen sorgen wird. Der Mann stellt sich dahin. Wollen Sie etwa die Heilige Schrift in Frage stellen? Nein. Aber wir brauchen eine neue Beurteilung des Alten Testaments. Delitzsch ist einer der bedeutendsten Altertumswissenschaftler und Sprachforscher seiner Zeit. Doch was er da sogar vor dem Kaiser ausspricht, ist pure Provokation. Diese Funde zeigen, die Geschichte vom Garten Eden kann bis in das alte Babylon zurückverfolgt werden. Ich bezweifle, ob es das Paradies, so wie die Bibel es schildert, je gegeben hat. Denn die Geschichte vom Garten Eden ist nicht erst in der Bibel zum ersten Mal formuliert worden. Die Babylonier kannten den Mythos von der Schlange im fruchtbaren Garten mindestens 1000 Jahre zuvor. Das ist doch lächerlich. Das alles ist wissenschaftlich zu beweisen. Mein hochgeschätzter Kaiser, verehrtes Publikum. Die Bibelschreiber haben die Paradiesgeschichte von dieser viel älteren Kultur abgeschrieben. Daher fordere ich, streicht die Erzählung von Adam und Eva aus der Bibel. Ganz schön mutig, dieser Delitzsch. Immerhin stellt er die Glaubwürdigkeit der Bibel und damit das Fundament des Glaubens und der gesamten Gesellschaftsordnung in Frage. Die Bibelschreiber, so seine Behauptung, sollen einfach Legenden aus dem alten Babylon genommen und sie umgeschrieben haben. Teile der Bibel seien also Dichtung und nicht Gottes Wort, auch die Paradiesgeschichte. 1902 eine ziemlich steile These, denn der sogenannte Sündenfall ist für den christlichen Glauben ja enorm wichtig. Alles Leid auf dieser Welt kann mit dem Sündenfall erklärt werden, als eine Folge des Fehlverhaltens von Adam und Eva. Nur Gott, so die Überzeugung, kann die Menschen davon erlösen und wieder in einen paradiesischen Zustand versetzen. Diese Lehre beherrschte Theologen und Gläubige, seit Augustinus von Hippo sie im 5. Jahrhundert entwickelt hatte. Augustinus, der Vater der abendländischen Theologie, er verbindet beide Geschichten miteinander. Das heißt, der Erlösungstod Jesu Christi als diejenige Aktion, Tat Gottes, die den Menschen von diesem Schicksal a. der Sündigkeit und b. der Sterblichkeit wieder befreit. Das ist, wenn man andere Theologen seiner Zeit, aber auch spätere Jahrhunderte anguckt, durchaus eine Verengung des christlichen Erlösungsverständnisses. Also, dass man immer nur auf das Böse, das Schlechte im Menschen blickt und Heil und Erlösung nur als Befreiung vom Bösen, vom Schlechten sieht.
Es gibt andere Modelle, die anders denken, aber Augustinus ist prägend für das ganze Abendland und er besetzt das Thema Erlösung, Sündigkeit des Menschen über Jahrhunderte hinweg. Kein Wunder also, dass seit der Antike in allen christlich geprägten Kulturen das Paradies der Sehnsuchtsort schlechthin geblieben ist. Und die Erinnerung daran lebendig gehalten werden musste, auch außerhalb der Kirchen. Mich interessiert, wie Gelehrte das ganz praktisch getan haben. In London suche ich deshalb einen Wissenschaftler auf, der genau auf diese Frage eine Antwort gefunden haben will. Hier arbeitet er. Der Historiker Alessandro Scafi. Er hat sich durch Berge alter Weltkarten gewühlt. Die Bibel war nicht nur ein religiöser Text, so wie wir ihn heute verstehen. Es war das Buch, ein Buch, das der Schlüssel zu allem Wissen dieser Zeit war. Die Bibel enthielt nicht nur ethische Anweisungen, sondern sie erklärte den Menschen die Welt, wie Gott sie geschaffen hatte und wie die gesamte Welt funktioniert. Wenn also in der Erzählung der Genesis ein Garten beschrieben wird, in dem Bäume wachsen und Flüsse die Landschaft durchziehen, muss dieser Garten auf Erden existieren. Und so ein Ort muss auf Karten zu finden sein. Dafür muss man wissen, dass Kartografie im Mittelalter etwas ganz anderes war als heute. Der entscheidende Unterschied war, dass die mittelalterlichen Karten auch eine zeitliche Dimension hatten. Die Weltkarten dieser Zeit zeigten also beides, Geschichte und Geografie. Tatsächlich. Auf uralten Karten, die ich mir anschauen darf, ist das Paradies eingezeichnet. Ein Beispiel, die sogenannte Vatikanische Karte aus dem 8. Jahrhundert. In der oberen Hälfte ist der Garten Eden ganz deutlich zu erkennen, inklusive Adam, Eva und der Schlange. Genauso in der Weltansicht des Isidor von Sevilla, einem Bischof um das Jahr 600. Auch hier liegt das Paradies am oberen Rand, weiter unten die drei damals bekannten Kontinente Europa, Asien und Afrika. So the representation of the Garden of Eden on those kind of maps. Die Abbildungen des Garten Eden auf diesen Karten ist also nicht irgendein bizarrer Aberglaube, sondern eine ernstzunehmende und für damalige Zeit auch eine wissenschaftliche Abbildung der Welt. Man findet hier auch Städte, zum Beispiel Venedig oder Paris. Deutschland ist hier. Und hier Großbritannien mit London. Auch verschiedene Orte in Afrika. Und hier das Paradies. War das Paradies aber nicht immer im Osten eingezeichnet? Das sieht aus wie im Norden. Nein, das hier ist nicht der Norden. Auf den Karten dieser Zeit war der Osten immer oben. Es waren nach Osten ausgerichtete Karten, in Richtung der aufgehenden Sonne. Nach Gottes Wort begann alles im Osten. Unsere Geschichte entfaltete sich von Osten nach Westen. Bei dieser Verortung des Paradieses, irgendwo weit im Osten, bleibt es über lange Zeit. Auch als sich im 12. Jahrhundert die ersten Fernhändler nach Indien und China aufmachen. Sie bringen Geschichten und Berichte aus einer vollkommen unbekannten Welt zurück nach Europa. Marco Polo ist einer von ihnen. Ob der Venezianer tatsächlich im Orient unterwegs war oder einfach nur gut Geschichten erzählen konnte, darüber streiten sich die Gelehrten noch heute. Sicher hingegen ist, in keiner seiner Erzählungen hat Marco Polo das Paradies auch nur erwähnt. Erst 200 Jahre später gibt es Neuigkeiten. Im Sommer 1498 betritt Christoph Kolumbus als erster Europäer die exotischen Landschaften Südamerikas. So etwas hat er noch nie gesehen. Er ist fasziniert und von tiefer Ehrfurcht ergriffen.
Kolumbus und seine Männer stehen im Delta des mächtigen Orinoco-Flusses im heutigen Venezuela. Alles um sie herum ist üppig und von atemberaubender Schönheit. War das das Paradies? Kolumbus' Logbuch scheint keinen Zweifel zu lassen. Das Klima ist mild. Die Eingeborenen in dieser Gegend sind gut aussehend, intelligent und mutig. Sie wirken friedlich und freundlich. Alle diese Zeichen stimmen mit dem überein, wovon unsere Gelehrten und frommen Theologen sprechen. Und ich frage mich, ob ich mich nahe dem irdischen Paradies befinde. Ich frage mich, warum Kolumbus nicht einfach behauptet hat, im Garten Eden gelandet zu sein. Aber auch er muss wohl fest an das verschlossene und für immer verlorene Paradies geglaubt haben. Dabei schien alles dafür zu sprechen. Keine Jahreszeiten, Bäume, die nie ihre Blätter verlieren und saftige, wohlschmeckende Früchte. Eine verheißungsvolle Welt, in der sogar die Vögel sprechen. Aus Sicht der Naturforscher von heute liegt tatsächlich nicht weit von Kolumbus' Landeplatz eine Art Paradies. Rund um den Äquator sollen 3/4 aller Tier- und Pflanzenarten entstanden sein und noch immer werden neue Spezies entdeckt. Hier ist der Mutterschoß der Erde. Das Paradies der Evolution. Es scheint keinen Mangel zu geben. Dennoch glaubte Kolumbus nicht, das irdische Paradies gefunden zu haben. Dafür aber fand er Gold, das er den Einheimischen der sogenannten Neuen Welt raubte. Kolumbus schrieb dazu: Gold ist der wertvollste aller Schätze. Jedem, der es besitzt, erfüllt es alle Wünsche dieser Welt. Mit Gold kann die Seele von der Verdammnis errettet werden und ins Paradies gelangen. Mit diesem Paradies meinte Kolumbus allerdings nicht das irdische, sondern das himmlische. Jenen Ort, an dem die Menschen nach damaliger Überzeugung nach dem Tod gelangten, wenn sie ohne Sünde waren. Die größte Angst der Menschen damals war, dass ihre Seelen nach dem Tod für immer in der Hölle landen. Natürlich wurde diese Angst kräftig geschürt. Denn gegen eine Ablasszahlung konnte die Kirche Sünden erlassen und so das himmlische Paradies erkauft werden. Diesen Freikauf ohne Reue, nur mit Geld, prangert einer ganz besonders an: Martin Luther. Während das Gold des Kolumbus aus Südamerika den Kirchen zufließt, predigt der Reformator: Das Paradies im Himmel ist ein erreichbares Ziel für alle, nicht nur für die Reichen. Nicht wer viele gute Werke tut, ist gerecht, sondern wer ohne Werke an Christus glaubt. Der Gerechte lebt aus dem Glauben, sagt nämlich Apostel Paulus. Jetzt sagst du vielleicht: Was sollen wir denn nun tun? Sollen wir ganz untätig bleiben? Ich antworte dir nein, sondern knie nieder und bete um Gnade. Setz deine Hoffnung ganz auf Christus. In ihm haben wir unser Heil, unser Leben, unsere Auferstehung. Und das irdische Paradies, von dem die Bibel erzählt? Zur Zeit Luthers gab es einige Expeditionen in die neue Welt. Überzeugt davon, sie könnten den Garten Eden finden. Die Menschen nahmen die Bibel damals wörtlich, auch Luther. Wo also war für ihn das Paradies auf Erden? Vielleicht hat ja der Historiker Alessandro Scafi eine Erklärung. Es gab all diese Expeditionen, die Menschen kamen zurück, fanden das Paradies aber nicht. Inwiefern ging denn die Kirche mit diesem Widerspruch um? Kamen die Theologen nicht langsam in Erklärungsnot? Luther entwickelte seine eigene Theorie dazu. Er war ja die theologische Autorität seiner Zeit. Auch er argumentierte, dass das Paradies aufgrund des Sündenfalls vergangen war. Das passte gut zu seinen Ansichten der Verdorbenheit des Menschen.
Aber er ergänzte diese Theorie. Für ihn hatte die Sintflut den Garten Eden hinweggeschwemmt. Das war Luthers Erklärung, um die Heilige Schrift nicht in Frage stellen zu müssen. Wenn die Bibel über den Sündenfall von Adam und Eva in einem Garten spricht, dann muss es diesen Garten zweifellos auch gegeben haben. Widerspruch zwecklos. Mit der Suche nach einem real existierenden Paradies war es zwar noch lange nicht vorbei. Immer wichtiger aber wurden die Folgen des biblischen Sündenfalls, genauer gesagt der Sünde der Frau. Denn obwohl Adam und Eva von der verbotenen Frucht essen, lässt sich nur Eva von der Schlange verführen. Das wird zur Erbsünde und zum Verhängnis für alle Frauen. Eine Idee, die zu Luthers Zeiten schon mehr als 1000 Jahre alt war und offenbar bis heute nicht ausgedient hat. Denn noch immer gilt Eva und damit die Frau als Sünderin. Und wenn ein Star dann auch noch Eva heißt, muss es nicht mal ein Apfel sein, um an die Geschichte aus dem Paradies zu denken. Der werbewirksame Sündenfall. Eva wird schwach und gibt sich der süßen Verführung hin. Diese Sicht wurde über Jahrhunderte von der Kirche vertreten und wirkt bis in die Gegenwart nach. Kein Wunder also, dass es Friedrich Delitzsch 1902 schwer hatte, als er den Sündenfall, so wie er in der Bibel steht, in Frage stellte. Delitzsch provozierte den Kaiser, hochrangige Gäste, den ganzen Hofstaat. Der Sündenfall sei nichts als eine von Menschen erfundene Geschichte. Sie sehen in der Mitte der Baum mit herabhängenden Früchten. Rechts der Mann, erkenntlich durch die Hörner, das Symbol der Kraft. Links das Weibe. Beide mit ausgestreckten Händen nach der Frucht. Und hinter dem Weibe die Schlange. Sollte nicht ein Zusammenhang bestehen zwischen dem altmodischen Bilde und der biblischen Sündenfallerzählung? Darf ich den Schleier lüften, Majestät? Meine Damen und Herren, dieses Rollsiegel ist über 2000 Jahre älter als die erste Fassung der Bibel. Dieses einst fruchtbare Land lag etwas südlich von Bagdad und nicht im Heiligen Land. Ist es da etwa Wunder zu nehmen, wenn eine ganze Reihe biblischer Erzählung jetzt auf einmal in reinerer und ursprünglicherer Form aus der Nacht der babylonischen Schatzhügel ans Licht treten? Paradies und Sündenfall sind nicht als Ausschmückung alter babylonischer Vorstellungen. Die Bibel ist mehr Dichtung als Offenbarung. Weite Teile des Alten Testaments müssen gestrichen werden. Ach, hören Sie doch auf! Wer denken Sie denn eigentlich, wer Sie sind? Sie möchte gern Wissenschaftler! Beruhigen Sie sich! Delitzsch, seien Sie mir nur eins. Warum hat man uns von alledem vorher nichts gesagt? Ich möchte einen ausführlichen Bericht im Reichsanzeiger und die baldige Drucklegung des Vortrags. Außerdem wünsche ich, dass im Schulunterricht Rücksicht genommen wird auf die im Vortrag berichteten Tatsachen. Selbstverständlich, Majestät. Guten Tag. Die Reaktion des Kaisers überrascht. Er war das Oberhaupt der protestantischen Kirche Deutschlands und müsste schon deshalb den alten Glauben verteidigen. Wer also war dieser Friedrich Delitzsch? Ich will mehr über ihn herausfinden und besuche das Museum für vorderasiatische Kunst in Berlin. Delitzsch war hier der erste Direktor. Ich treffe den heutigen. Was war denn Friedrich Delitzsch für ein Typ? Nach allem, was wir wissen, war er sehr willensstark, sehr, sehr leidenschaftlich, gerade auch für seine Arbeit, aber natürlich auch für das Fach, das er vertreten hat. Er war ja der Erste, der sich im Fach Altorientalistik habilitiert hat und war auch der erste Direktor des Vorderasiatischen Museums. Das heißt, das ist eine der ganz zentralen Figuren für die Wissenschaft vom Alten Orient in Deutschland. Und das geht nur, wenn man sehr, sehr durchsetzungsstark ist und wenn man eben auch eine politische Vision für dieses Fach hat. Und warum hält der so einen Vortrag?
Der wusste, dass Wilhelm II. Ein begeisterter Hobby-Altorientalist war, der sich sehr für dieses Thema interessierte, der auch dazu publizierte. Und natürlich erhoffte man sich von einem solchen Vortrag politische Aufmerksamkeit. Und die war damals schon ganz entscheidend, wenn man zum Beispiel Institutionen oder ein ganzes Fach neu etablieren wollte. Und was für ein Interesse hatte der Kaiser? Warum hat er zugehört? Wilhelm II. Hatte sicher das persönliche Interesse am alten Orient, das wissenschaftliche Interesse, das ihn sein ganzes Leben hindurch begleitet hat. Andererseits steht natürlich dort auch eine politische Agenda hinter seinem Handeln, denn nach 1871 war Deutschland zum ersten Mal in der Lage, sich eben auch als koloniale oder imperiale Macht zu beweisen. Und da waren die Länder des sogenannten Vorderen Orients, das Ottomanische Reich, das heutige Irak und Syrien, natürlich ganz großartige Felder der Betätigung, weil dort eben sowohl die Wissenschaft als auch die Großmachtbestrebungen Hand in Hand gehen konnten. Ende des 19. Jahrhunderts machen deutsche Archäologen in Mesopotamien atemberaubende Entdeckungen. Sie fördern eine schier unglaubliche Menge an Artefakten zutage. Aus antiken Städten wie Babylon, Ninive oder Persepolis. Aber hatte Friedrich Delitzsch mit seiner Interpretation dieser Funde recht? Haben die Bibelschreiber wirklich einfach einen alten Mythos kopiert und für sich benutzt? Ist das biblische Paradies also nichts als ein Plagiat? Ich fahre nach Groningen in den Niederlanden. Bibelwissenschaftler der Protestantischen Theologischen Universität vermuteten schon lange, dass die Paradieserzählung auf älteren Vorbildern beruht. Beweise dafür fehlten allerdings. Die Professorin Mario Korpel suchte jedoch hartnäckig weiter und stieß schließlich auf eine Keilschrift aus dem Jahre 1300 vor Christus. 800 Jahre älter als die erste Bibel. Welche Geschichte wird denn hier auf diesen Tafeln erzählt? Wir haben hier die Figur des Adam. Allerdings ist er hier ein Gott. Adam wird von einer Schlange gebissen, als er in einen Kampf mit der Schlange verwickelt wird. Diese Schlange ist auch ein Gott, ein böser Gott. Durch das Gift der Schlange schrumpft Adam auf menschliche Größe. Adam wird von einem Gott zum ersten Menschen. Auch Eva kommt bei den Babyloniern vor. Allerdings erst, nachdem Adam seine göttliche Unsterblichkeit bereits verloren hat. Die babylonische Eva sorgt dafür, dass er sich fortpflanzen kann und damit die Menschheit weiterlebt. Aus dieser Vorlage machten die Bibelschreiber dann ihre Version. Delitzsch hatte also recht. Für die Bibelfassung wurde das uralte Epos mit etwas Erotik angereichert und Eva bekam eine echte Hauptrolle. Im neuen Plot wurde sie zur Verführten und Verführerin. Diese Rolle von Eva in der Bibel ist ja relativ klar. Sie ist schuldig und auch für Leid und Tod der Menschen verantwortlich. Das heißt, diese Rolle hat sie eigentlich in dieser Ursprungsgeschichte nicht. She has a very positive role. Das stimmt. Sie hat eine sehr positive Rolle in der alten Keilschrift. Eva wird als gut bezeichnet. Und das ist schon sehr aufschlussreich, denn genau dieses Wort gut oder tov wird auch im Hebräischen benutzt für die Erschaffung der Erde durch Gott. Da wird ja gesagt, und Gott sah, dass es gut war. Das ist in der Keilschrift und auch im Hebräischen dasselbe Wort. Eva ist also in der babylonischen Sage eine gute Frau. Die Bibelschreiber hätten also auch diesen Teil der Geschichte übernehmen können. Aber stattdessen haben sie meiner Meinung nach die Geschichte sehr zum Nachteil von Eva verändert. Das heißt, eigentlich ist Eva bzw. die Frau nicht die Sünderin. Was bedeutet denn das? Also wenn man jetzt auch noch mal sich das geschichtlich anguckt, ist doch eigentlich ein Skandal, oder nicht? Das ist ein Skandal, ja. Und man könnte sich durchaus fragen, ob wir nicht die Rolle der Frau neu schreiben oder überdenken müssen.
Ich habe mit Theologen darüber gesprochen und die haben mir geantwortet, dass wir doch nicht ernsthaft die Geschichte der Genesis ändern können, sondern uns einfach damit abfinden müssen. Und das, obwohl dieser alte Text ja nun bekannt ist. Also, es stimmt. Eigentlich ist es ein Skandal. Aber nicht nur das Christentum bezieht sich auf diese vorbiblische Erzählung eines Garten Eden. Auch das Judentum und der Islam machen das. Alle drei Religionen kennen ein von Gott geschaffenes Paradies als Heimat der ersten Menschen. Alle drei auch die Strafe der Vertreibung und Verfluchung. Als Friedrich Delitzsch 1902 fordert, alle Geschichten babylonischen Ursprungs aus dem Alten Testament zu streichen, verletzt er also nicht nur Christen, sondern auch Juden und Muslime. Für seine Vorträge nimmt er sich die blumigen Paradiesbeschreibungen des Islam vor. Paradiesischer Glanz breitet sich über das Antlitz der Seligen voll Glück und Heiterkeit. So ruhen sie an reich besetzten Tafeln und dazu nun gar die Paradiesjungfrauen. Mädchen mit einer Haut so zart wie ein Straußenei, mit schwellenden Brüsten und mit Augen gleich der in der Muschel verborgenen Perle. Aller Hass, aller Neid ist aus den Brüsten der Seligen gewichen. Kein Geschwätz, keine Falschheit wird im Paradiese vernommen. Und diese Vorstellung von Paradieswonnen beherrschen heute immer noch ungezählte Millionen. Der Koran verspricht allen Muslimen das Paradies nach dem Tod, wenn sie auf Erden ein strenggläubiges Leben geführt haben. Im Paradies sind dann alle Wünsche erfüllt. Ob sich das auch auf muslimische Frauen bezieht? Im Koran ist es dann die Rede von reine und schöne Partnerwesen. Und es ist jetzt nicht nur weiblich oder männlich, sondern Partnerwesen. Wenn man das den Begriff Huri, die dann im Koran für normalerweise übersetzt wird in dann so weibliche Jungfrauen, wenn man das so übersetzt, wobei da auch unterschiedliche Meinungen darüber gibt, gibt es dann so zwei Stellen, dass dann auch schöne Jünglinge im Paradies gibt. Das heißt, von beide Geschlechter, wenn man überhaupt mit Geschlechter im Jenseits auch dann zu rechnen hat, beide Geschlechter kommen dann im Koran vor. Aber im Köpfen der Menschen ist sehr stark natürlich, dass vor allem im Köpfen der Männer, dass da Jungfrauen gibt, schöne Jungfrauen gibt, die natürlich den Männern zur Verfügung stehen. Auch die Attentäter vom 11. September hatten wohl die Illusion, sich durch den sogenannten Märtyrertod direkt ins Paradies zu katapultieren. 2001 steuerten sie zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York. Später wird die Tasche eines der Terroristen gefunden, darin ein Brief mit einem geistlichen Bekenntnis. Öffne dein Herz, heiße den Tod im Namen Gottes willkommen. Denn du bist nur einen kurzen Moment entfernt von dem guten, ewigen Leben in der Gesellschaft von Märtyrern. Rezitiere die Verse über Vergebung und das, was Gott für Märtyrer bereithält. 1,4 Milliarden Anhänger zählt der Islam heute. Er ist die zweitgrößte Religionsgemeinschaft der Welt. Uneinigkeit herrscht vor allem über die Auslegung der Heiligen Schrift, des Koran, mit fatalen Folgen. Das ist natürlich sehr schlimm, wenn dann so Attentäter mit dieser Vorstellung etwas begehen, was dann islamisch eigentlich verboten ist. Das heißt, den anderen töten und sich selbst zu töten. Das gehört zu Sünden und Verbrechen im Islam. Die Beschreibungen oder die Vorstellungen, die man hört, das ruhige Leben in Frieden und dann auch mit schönen Partnern natürlich oder Partnerinnen, könnte auch für sie eine Motivation sein. Wobei ich dann so gleichzeitig sagen muss, sie werden sehr enttäuscht sein, weil sie begehen ein Vergehen und sie begehen eine Sünde, wenn sie dann den anderen töten und sich selbst töten.
Deswegen können sie nicht auf ein Paradies hoffen. Ob Koran, Tora oder Bibel, alle drei Religionen haben offenbar die babylonische Paradiesgeschichte für ihre Zwecke vereinnahmt. Friedrich Delitzsch hatte das schon vor mehr als 100 Jahren erkannt. Um seine These zu untermauern, untersuchte er hier in seinem Berliner Institut tausende Scherben und Funde aus Mesopotamien. Was er entdeckte, war eine absolute Sensation, denn da tauchten auf einmal Motive und Bilder auf, die man bislang nur aus der Bibel kannte. Und wie wurden diese Erkenntnisse aufgenommen? Sehr gemischt. Natürlich gab es in der Wissenschaft großes Aufsehen, denn da öffnete sich zum ersten Mal eine Welt, die bis dahin völlig unbekannt war. Gleichzeitig war das für viele auch bedrohlich, also gerade für diejenigen, die bislang an die Bibel als Offenbarungsinstrument geglaubt hatten, war das natürlich schwer zu verdauen und das in einer Zeit, wo Kirche und Staat noch nicht so strikt voneinander getrennt gewesen sind, wie das heute der Fall ist. Und das ist sicher auch der Grund dafür gewesen, warum es überhaupt zu einer solchen Kontroverse gekommen ist. Mhm. Ist das auch der Grund, warum sich dann am Ende auch der Kaiser abgewendet hat? Ich denke schon. Der Kaiser hat verstanden, dass er mit seinem wissenschaftlichen Interesse an diesem Thema durchaus Widerspruch hervorgerufen hat in weiten Kreisen der Kirche, wo er ja selbst auch Amtsträger war, der höchste Amtsträger. Und ich glaube, er hat irgendwann verstanden, dass es zu einer machtpolitischen Frage für ihn geworden ist. Und deswegen ist er gewissermaßen zurückgerudert und hat Delitzsch dann eben auch zur Ordnung gerufen. Die kirchlich-konservativen Hofkreise hatten ganz massiv ihren Einfluss geltend gemacht. Wilhelm II., ohnehin ein sehr willensschwacher Kaiser, schrieb einen Brief an die Deutsche Orientgesellschaft. Darin distanziert er sich von Delitzsch. Dieser habe sich in mehr oder minder polemischer Weise sich an die Offenbarungsfrage herangemacht und tastete damit manchem Hörer an sein Innerstes und Heiligstes, habe manchem das Fundament des Glaubens erschüttert, wenn nicht entzogen. Delitzsch wird der Brief zugespielt. Was er liest, ist die bitterste Enttäuschung seines Lebens. Ausgerechnet sein so heiß geliebter Kaiser. Noch immer spricht er von ihm als unser guter Professor. Die konservative Hoflobby hingegen hätte sich ein noch viel stärkeres Machtwort gewünscht. Ohne die Rückendeckung von Wilhelm II. Wird Delitzsch nun zum Ziel schadenfroher Kommentare und Karikaturen der Zeitungen. Mit seiner Karriere ist es vorbei. Das Thema Babel und Bibel verschwand aus dem Fokus der Öffentlichkeit. Genau wie Friedrich Delitzsch. Der Zugang zur bedeutenden Deutschen Orientgesellschaft, wo er seine Erkenntnisse vorgetragen hatte, blieb ihm ab jetzt verwehrt. Die Suche nach dem Paradies hingegen war nach wie vor aktuell. Immer noch gab es Menschen, die den Garten Eden als einen konkreten Ort verstanden, der irgendwann einmal auf der Erde existiert haben musste. Ganz unterschiedliche Abenteurer suchten daher danach. Und zwar überall. In Kalifornien, auf den Kanarischen Inseln, dem Meeresboden in der Nähe von Kreta. In Ägypten, auf den Seychellen und in der Mongolei. Sogar in Berlin sollte das Paradies liegen. Es waren Priester, Militärgeneräle, Mythenforscher und Soziologen, die sich dieser Frage aller Fragen annahmen. Den Garten Eden fanden sie jedoch nicht. Vielleicht auch, weil alle auf der Suche nach einem konkreten Ort waren. Heute beschäftigen sich Wissenschaftler von Neuem mit der Paradieserzählung. Zum Beispiel Biologen und Historiker. Doch im Gegensatz zu früheren Zeiten versuchen sie unvoreingenommen zu sein, einen ideologischen oder theologischen Überbau wegzulassen. Das kann zu Überraschungen führen. Wenn man als Biologe anfängt, die Bibel zu lesen bei Genesis, dann bekommt man das Gefühl nicht los, dass eigentlich hier eine Beschreibung steht von Übergang Jäger-Sammler sein zu Landwirt sein. Da steht auch buchstäblich drin, jetzt müssen wir Brot essen, jetzt müssen wir auch im Schweiße des Angesichts unser Brot essen, wir müssen den Acker bestellen. All diese Sachen stehen sehr direkt drin. Also vorher war das Leben anders
Und es ist auch klar, Vertreibung, man hat es als Strafe gesehen und nicht eine Art Fortschritt. Das war viel, viel später erst. Bis vor ungefähr 12.000 Jahren ziehen unsere Vorfahren als Jäger und Sammler umher. Sie haben keinen festen Ort, an dem sie leben. Es sind Gemeinschaften aus mehreren Familien, 30 bis 50 Mitglieder. Mit Nachbargruppen arrangiert man sich, teilt vor allem die Beute. Es gibt keine leitende Figuren, Führer, Anführer, das gibt es alles nicht. Alles ist egalitär. Und das hat eine Art von Seelenruhe, um in so einer Gesellschaft zu leben. Wir nennen das Sozialreich, im Gegensatz zu heute. Materiell waren die natürlich arm. Wenn man nomadisch ist, kann man nicht viel anhäufen natürlich. Dann muss man alles mitschleppen. Also die waren so schlicht wie möglich in ihren Ausstattungen. Aber man hat sich wohlgefühlt in dieser Gemeinschaft. Wir sind gemacht für kleine Gruppen, für den direkten Austausch, für das Face-to-Face, das miteinander Dinge diskutieren, palavern, ausdiskutieren, aber auch verzeihen, gemeinsam Lösungen zu finden. Neu ist eben, dass wir in großen Gesellschaften leben, in anonymen Gesellschaften leben, dass wir nicht mehr alle Dinge im direkten Austausch miteinander regeln können, dass wir vielen Dingen ausgeliefert sind, die nicht mehr in unserer Macht liegen und dass wir, um es auf den Punkt zu bringen, wir leben eigentlich ein Leben, für das wir nicht gemacht sind. Und das ist genau, was wir denken, dass mit der Genesis-Geschichte gemeint ist. Es ist eine Art Erinnerung, ganz vage, an was, wie das Leben war, bevor wir uns angesiedelt haben und Bauer geworden sind. Eine verlockende Vorstellung. Das Paradies auf Erden in der Steinzeit. Nahrung im Überfluss, mehr als die Menschen brauchten, um zu überleben. Wenn es um wichtige Sachen geht, hat die Evolution uns Präferenzen gegeben, die keine Obergrenze haben. Mehr ist immer besser, denn in der Natur ist es kurzfristig vorhanden und wenn man daran vorbeigeht und nicht so viel wie möglich davon nimmt, ist es wieder weg. Also, dass wir uns dann ganz glücklich fühlen in dieser Fülle von Sachen. Und das ist ja eigentlich zu erwarten. Das würden die meisten Tierarten auch so machen. Also, das ist die menschliche Natur und so, die wird wahrscheinlich so bleiben. Willkommen im Hier und Heute. Die meisten von uns wollen also nur dorthin zurück, wo das Leben angeblich einfacher war. Zurück zum Leben im Überfluss. Dieses Bedürfnis haben Werbung und Marketing längst erkannt. Paradiese findet man daher mittlerweile an jeder Ecke. Geschichtenerzähler und Schreiber aus dem Orient wären wohl schon etwas überrascht darüber, wie ihr Paradies heute so interpretiert wird. Es gibt geradezu eine Paradiesinflation. Die Urlaubsparadiese, Kleingartenparadiese und die Einkaufsparadiese sowieso. Die Surfer haben ihr eigenes Paradies in Australien gefunden. Ihr Garten Eden ist eine Stadt an der Ostküste nördlich von Sydney und trägt ganz offiziell den Namen Surfers Paradise. Und dann gibt es natürlich noch die Musik. Diesen Titel kann wohl fast jeder Rockfan mitsingen. Der Refrain, frei übersetzt: Bring mich hinab an den paradiesischen Ort mit grünem Gras und schönen Mädchen. Da ist sie wieder, diese Sehnsucht nach einem Ort, an dem alles stimmt. Dabei glauben heute wohl die wenigsten Menschen in der westlichen Welt noch an den Garten Eden als ein konkretes Fleckchen Erde. Woher kommt also diese Hoffnung?
Können wir möglicherweise einfach gar nicht anders, als nach dem Paradies zu suchen? Wir alle tragen ein Stück Paradies in uns. Und es ist messbar. Das behauptet der Mediziner Tobias Esch. Ich lasse mich auf ein Experiment mit ihm ein. Unter Hypnose will er mich an einen paradiesischen inneren Ort geleiten. Schau, ob du das Einströmen und Ausströmen der Luft wahrnehmen kannst wie eine Welle, die anflutet und wieder vergeht. Du schaust aufs Meer, in die Ferne. Das Meer ist glasklar, bläulich, schimmernd. Der Himmel ist blau, wolkenlos. Du merkst, wie dein Atem kommt und geht. Während des Experiments wird meine Herzfrequenz gemessen. Sie verlangsamt sich deutlich, während ich in einen Zustand der totalen Entspannung und des Glücks hineingleite. Erst beim Aufwachen wird mein Herzschlag wieder schneller. Doch für kurze Zeit war aller Stress vergessen. Also es hat funktioniert. Toll, also für mich, genau. Ja. Aber gibt es nicht größere Glücksmomente als die Abwesenheit von Stress? In unseren Arbeiten sehen wir, dass das Glück sich über die Lebenszeit verändert. Und das Glück, was in der Jugend eben eher ein Hochmoment ist, oder wir sagen Peak Moment oder Mastery Moment, was eben genau dieses unglaublich lebendige, dieses Thrilling-Glück, das, was jeder kennt, vielleicht wenn man verliebt ist oder ähnlich, wenn man das Herz aus der Brust sprengen möchte. Dieses Glück ändert sich gerade in der mittleren Lebensphase eher zu einem, wir sagen, Erleichterungsglück, ja, wo Glück im Grunde genommen sehr viel profaner die Abwesenheit von Stress ist. Wir sehen, wie sich Zufriedenheit zum Beispiel entwickelt über die Lebensspanne. Dann entsteht die Lebenszufriedenheit oder die Zufriedenheit per se wirklich auch erst über die Lebensspanne. Und die höchsten Stufen, die höchsten Levels an Zufriedenheit wirklich auch erst in höheren Lebensphasen. Aber dafür muss ich erst alt werden. Dafür muss ich vielleicht älter werden oder ich muss einfach leben, Lebenserfahrung haben, das Leben auch in seiner ganzen Fülle reifen. Aber die gute Nachricht ist, dass über die Lebenszeit bei sehr vielen Menschen das Ganze sich langsam verfärbt in Richtung innerem Frieden. Ankommen, in den Hafen einlaufen oder vor Anker gehen. Also jeder kann ins Paradies. Jeder kann ins Paradies. Die Tatsache, dass Menschen überall auf der Welt Vorstellungen haben vom Paradies und dass das sozusagen etwas ist, was wir alle teilen, jenseits von Kultur und von Sprache, macht Menschen wie mir immer deutlich, dass dahinter ein biologisches Prinzip steht. Und dieses biologische Prinzip ist im Prinzip unabhängig, ob ich in der Lage bin, in einen Flieger zu steigen, um in das Paradies zu fliegen, sondern eigentlich habe ich es immer bei mir. Die Sehnsucht nach dem Paradies ist ein Evergreen. Und das wird wohl auch so bleiben. Diese ewige Suche nach dem Glück, man kann sie sogar naturwissenschaftlich erklären. Die überraschendste Erkenntnis, zumindest für mich. Und noch etwas, ob weltlich oder religiös, finden kann das Paradies jeder nur auf seine Art. Wo also ist das Paradies? Im Hier und Jetzt? Oder im Jenseits? Muss es eine Sehnsucht bleiben? Die Suche nach dem Paradies kann möglicherweise gar nicht enden. Vielleicht muss sie das aber auch nicht.